Herzlich willkommen bei hiphop.de. Wir sitzen immer noch bei Gorex im Studio mit Onkel Pillard. Wenn ihr die anderen Interviews schon gesehen habt, dann cool. Wenn ihr nicht gesehen habt, dann guckt die. Ich dachte mir, weil du ja so ein Aushängeschild des Punchline-Raps bist und einer der Weiterentwickler und Väter auch der Punchline-Styles hier in Deutschland, frage ich dich nach den 5 besten Punchline-Rappern, die dir einfallen. Ob deutsch, ob international, ist an der Stelle erstmal egal. Ohne mich selbst aber dann. Ne? Ohne dich selbst, ja. Ja, das ist ja krass. Wir haben gerade schon, muss man vielleicht dazu sagen, wir wollten eigentlich schon, ja komm, wir drehen das jetzt und dann mal so auf, wow, Moment, bei 5 muss ich erstmal überlegen, weil ich finde es auch echt immer schwer, so die 5 besten rauszuheben. So. Also, will dann auch keine Kacke sagen, so auf ja, schnell. Ja, so, weißt du, und sicherlich werden wir jetzt auch den einen oder anderen vergessen, der auch krass ist, dem tun wir dann vielleicht Unrecht. Aber ja klar, also für mich der Beste ist nach wie vor halt Snagger, wenn es um Punchline geht, Punkt aus Ende so. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Hier in Deutschland zumindest, das wird dann dicht gefolgt natürlich von Kollega, da kommst du halt auch nicht drumherum, auch wenn es, vorhin habe ich im Interview gesagt, manchmal, ich mag es nicht, wenn ich auf Pause drücken muss und überlegen muss, so, das ist bei ihm sicherlich schon ein, zwei Mal vorgekommen, aber trotzdem kannst du das ja nicht kleinreden, das sind ja krasse, das sind ja auch nicht nur diese doppelseitigen Dinger, das sind auch manchmal so Wort-Reim-Ketten, so, das ist schon auf einem ganz hohen Niveau, das würde ich in eine ganz andere Kategorie vom Punchline einordnen, als das, was Snagger und ich gemacht haben, so, aber das ist halt trotzdem auch genauso krass so. Von daher, also kannst du nicht in Deutschland über Punchlines reden und ihn außen vor lassen. Nein, das kannst du nicht außen vor lassen. Ich denke mir auch, die haben auch beide unterschiedliche Qualitäten. Das ist so, wahrscheinlich, wenn du die Punchlines aufschreibst bei Kollega, kannst du halt irgendwem zeigen, der nichts mit Rap zu tun hat. Der wird sich denken, boah, okay, krasses Wortspiel. Baue ich erstmal um. Snagger andererseits hat was Kollega halt nicht hat. Die Delivery und so, genau. Wie er es halt sagt. So, das ist halt Kollega nicht, das kann halt Snagger so. Ja. Snagger ist Snagger so. Wenn jemand anders seine Lines rappt, auch gut. Aber niemals so gut wie Snagger selber. Ja, das ist halt, die Delivery ist halt da wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. So, ja, Snagger musst du in der Regel auch hören. Ja, genau. Das reicht aber auch schon, wenn er hier sitzt und die schreibt und die so leise für sich mitrappt. Wenn du das hörst, ist schon lustig so. Das schon, ist schon nice. So. Oder wäre ich auch gerne mal dabei, wie der überhaupt auf diese Lines kommt, weil Snaggers Punchlines sind auch nicht nur einfach asozial und Pott, sondern die sind auch mit Überlegung. Ja, Alter. Ja voll. Ja. Ja, wir saßen uns auch schon lange nicht mehr zusammen im Studio und haben geschrieben, obwohl jetzt fürs Album, er kommt immer so mit so halbfertige Parts, so, weißt du? Ich glaube, das macht er auch so mit so sein Ding so. Ja. Ich so, hast du fertig? Nee, was hast du denn? So, weißt du, was hast du denn? Ich so, ja Bruder, ich hab dir sogar per E-Mail geschickt. Der so, ach ja, stimmt, hast du ja geschickt. Ja, ich muss noch ein bisschen so. Aber meistens hat er das schon so irgendwo im Kopf so, ne, und muss dann noch irgendwie 3-4 Rhymes und so finden und schreibt es dann auf so. Ja, weiter im Text. Wen wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen, wenn wir mal ins Internationale rübergehen, ist für mich ganz klar Cassidy so. Ja, mag sein, dass es vielleicht ein bisschen nachgelassen hat im Vergleich zu, obwohl ich habe aber auch aus den letzten 1-2, der ist überfett geworden, hast du es gesehen? Also er ist jetzt schon wieder auf dem Weg, dünn zu werden, aber er ist zwischenzeitlich war richtig fett, Alter. Aber seriously fett. So. Und vor allen Dingen, er war eigentlich immer voll die Bohnenstange. So. Das war auch voll der Fly-Dude, so ein Ladies-Typ, so diese Hotel-Nummer mit Cassidy, 6 in the morning, und dieses Lächeln und so, der war ja über Frauenschwarm so. Auf einmal war er einfach so ein fetter Dude aus Philly, so. Und jetzt ist er gerade wieder, wie ich es gesehen habe, auf dem Weg zurück, so wieder abzunehmen. Und da hat er, als er fett war, auch 1-2 miese Battles abgerissen, so. Da kam dann irgend so ein typischer Battle-Typ irgendwo aus New York oder so, der so, sag mal, wenn wir diese Videos rappen, so, und ich nehme deinen Kopf und nehme den Tropf und nehme den Topf und hänge ihn auf wie aus dem Fenster. So, weißt du, diese neue Rap, und dann so, das war auch gut, was er gemacht hat, und dann Cassidy mit seinen Oldschool-Punchlines, was weiß ich, Four on you, like nigga not lost a thumb, so, diese klassischen Dinger, so, und hat den vollkommen abrasiert, so. Von daher, vielleicht ein bisschen Geschichtsunterricht für alle, die auf Punchlines stehen und noch ein bisschen jünger sind, müssten mal YouTuben, ob es das noch gibt, oder googeln. Es gab mal, als Cassidy ganz, ganz neu war, ist ein Studio-Video geleakt worden, wie er ins Studio kam, wo auch Freeway, den kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, so ein Rapper von Jay-Z, Freeway war da, und Swiss Beatz hat mit den beiden so ein kleines Battle eingeläutet, so a cappella, und hat Freeway eine miese Klatsche von Cassidy gekriegt, und das war auch kein schlechter Rapper, der hat den komplett abrasiert. Freeway fing dann am Ende mal an mit I'm put on a track, I wanna, der hatte so eine helle Stimme gehabt, so, I wanna spit on a track, I wanna put a beat on. Der wollte dann halt immer so, der hätte krasse Flows gehabt, wollte dann schnell ein Beat reinmachen, dass er so mit seinen Flows noch irgendwas retten, so, dass er so irgendwas retten kann, der hat vollkommen eine Reise gekriegt, so. Von daher Cassidy auf jeden Fall mit drin. Ja, auch wenn es vielleicht nicht die lustigsten Dinger waren, aber klar müssen wir aus der Dipset-Ära einen mit reinnehmen. Joel Santana würde ich da, glaube ich, an erster Stelle wählen. Er war halt sehr ignorant, sehr penetrant mit seinen Rhymes, so. Hat er auch viele Leute geprägt, so, und deswegen gehört er da noch mit rein. Und zum das Ganze abzuschließen, um 5 wirklich mit reinzunehmen,
habe ich mir gedacht, nehmen wir mal noch einen deutschsprachigen rein, den vielleicht noch nicht so viele kennen, der vielleicht auch ein bisschen unterbewertet wird anhand seiner Skills, die er hat. Und da nehmen wir mal den guten Pedas mit rein. Das kannst du halt einfach auch nicht ignorieren. Also das kennen wahrscheinlich noch nicht so viele, aber wenn ihr mal eine Minute Zeit habt und ihn noch nicht kennt, gebt euch mal Pedas. Ist eigentlich egal, welcher Song, da sind immer nice, ja, ist so, Digga. Ist echt so, sind immer nice Punchlines, ist immer kreativ, gute Wortspiele und ja, hat auf jeden Fall um einiges mehr Aufmerksamkeit verdient an der Stelle. Ja, Pedas war auch tatsächlich dieses Jahr nominiert bei den Punchlines. Ja, ich glaube, was war das nochmal? Plötzlich macht hier jeder Furz auf König, dass ich euch ganzen Opfer fick, ist wie ein Einwurf. Durchaus möglich. Okay, durchaus möglich. Nice, ja. Vor allen Dingen auch, wie er so durchaus möglich sein. Ja, nicht so, ich euch fick ich sowieso, sondern ist schon möglich, vielleicht auch nicht so. Weißt du? Ja, das ist schon geiler Humor auch an der Stelle. Voll. Er hat auch dabei noch so, also er hatte so richtig diese Ruhrpott-Attitüde. Ja. Der kann ja gar nicht das oder was sagen. Ich schwöre dir, auch privat, der kann nicht, der muss das oder was sagen. Ja. Der kann nicht das. Ich kann, wenn ich will, kann ich so Hochdeutsch reden. Der kann es gar nicht, Digga. Irgendwann meinte er auch so, er hat ein kleines Problem, Rapper auszusprechen. Er so, scheiß drauf, auf meinem Album sage ich einfach Rapper und zieh dann Hardcore durch. Voll der geile Song. Hier hör mal die mit den ganzen Rappers hier. Ja, so, das ist aber so 1:1, so, das ist real. Ja, Mann. Als du gerade kurz gesagt hast, Cassidy da mit den Battles, ich habe, glaube ich, einen Battle gesehen in der Zeit mit Disaster. Das war so in so einer Garage. Das ist das wahrscheinlich. Ja. Dachte mir schon, weil du gemeint hast, der macht so. Stimme und so und so ein Bart und so. Ja. Und du denkst schon so, like, halt deine Schnauze, mach nicht so die Welle, Alter. Aber ist ja nicht schlecht, was er rappt, so, ne? Das ist ja schon auch gut. Und dann ist so, siehst du so dann so einen fetten Cassidy so in die Jahre kommt, denkst du, meinst du, der kann das toppen? Und dann hat er den vollkommen weggemacht. Ja, der, also in seiner Gewichtsklasse, sag ich mal, zerreißt Disaster auch gut die Leute. Aber das stimmt, als er dann gegen so einen Oldschool-Dude angetreten hast gemerkt, das ist schon noch eine andere Liga. Ich komme auch aus einem anderen Background, so, weißt du, glaub mir das, Alter. Ja. Siehst du dir oft so Battles rein? Auf Deutsch oder auf Englisch? Oder also nicht mehr so, viel zu selten eigentlich, Alter. Also ich werde, wie gesagt, im Februar werde ich einen Monat haben, wo ich, glaube ich, echt nur chillen werde, so, und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal sowas machen, ne? Ja, ist auch immer, wenn man sich das mal vornimmt, merkt man erst, wie zeitaufwendig das ist, Battles zu gucken. Boah, Alter. Das, die ja gehen heute, dann alle, das geht ja eine Stunde so ein Battle heute, ne? Früher war so jeder 3-16er, weißt du, dann war das Ding durch, Alter. Heute ist ein Part zu 150 Bar so. So, und dann kommt der andere mit 150 und das ist halt, ja, Tag hat nur 24 Stunden, Alter. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass in Russland ist das tatsächlich so, dass die Battle-Liga quasi, das was bei uns Rapper Mittwoch ist, das ist genau das gleiche wie auch die größten 15 Rapper des Landes. Okay. Also da gibt es keine, die sind bei Rapper Mittwoch, der hat jetzt einen Studiovertrag, sondern Bushido, Kool Savas, alle, die sind Rapper Mittwoch. So. Schade, dass ich kein Russisch kann, Digga, Alter. Das könnte man eine miese neue Karriere aufbauen. Alter. Hier auf jeden Fall auch. Kommt einfach so ein Einmann nach Moskau und rasiert sie alle ab, Alter. Ja. Nice. Ja. Gäbe es einen Traumbattle, was du so im Deutschen, wenn du so, oder auch bei den Amis, wo du sagen würdest, Alter, der gegen den würde ich mir über gerne reinziehen. Keine Ahnung, Alter. Also ich fand Lars, fand ich hier gegen den, wie hieß der nochmal, Drop Dynamic, ja, komplett sein Ende gebracht, Alter. Also komplett sein Ende. Also es ist nicht so, dass Lars war überkrass und dieser Drop Dynamic hat auch selber vollkommen reingekackt. So. Also ich würde Lars, glaube ich, ganz gerne mal gegen den Gegner auf Niveau sehen, auf Augenhöhe, so, weißt du? Das wäre schon interessant, so. Ja. Ja, Mann, vielleicht siehst du das ja, Lars, als ob dem nicht Leute genug schon sagen, geh, mach nochmal so. Mach das doch einfach mal so mit 2 Monaten Vorbereitungszeit. So. Ja, das ist ja auch das Krasse, das muss ich mal überlegen. Wenn du wirklich so eine Stunde lang battlen willst und so ist wirklich so in Detail gehst und mit Insider-Infos und so, ich glaube, da hätte ich sogar keinen Bock drauf, Alter. Ich komme hin, muss kein 16er, können 32 sein, dann gibt es 32 Punchlines vor die Nase und dann ist auch gut, Alter, damit 2 Monate in Recherche gehen und das recherchieren, dann schreiben, dann dies. Digga, da kannst du auch Journalist werden, so, weißt du? Ist der Onkelung des Rapperkopfes an der Stelle. Total. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir haben euch was beigebracht, was Punchlines angeht, wenn ihr auf Punchline-Rap à la Pillard oder à la Kollega oder à la Snacks oder wer auch immer steht. Gebt euch die anderen in der Liste. Viel Spaß beim Zuhören. Checkt die anderen Interviews mit Pillard ab. Hip-Hop.de, Aria, der Onkel. Peace!